3 Seiten noch. It's a large tree. Looks very peaceful. Sieht so Couldn't I have been reincarnated into one of those instead of being forced back into this mess? Ja, ich fürchte nur, dass das nicht so wirklich möglich ist, denn nein, ich will einfach nicht langlaufen. Hier, dahin. Mit der Milch können wir da. Aber wahrscheinlich nicht hier draußen. Ach, das da hinten ist das Greenhouse. Also die Geräusche sind teilweise schon ein bisschen gruselig. Aber ich mag das Spiel und ich bin einfach auch sehr froh, dass es sich aufnehmen lässt. A sound idea, but the milk is frozen. Can't be poured. Hatten wir hier nicht irgendwo noch ein Feuerchen? Hier nicht. Clara, könntest du ein bisschen schneller gehen? Denn ja, ich werde sie jetzt Clara nennen. Für mich ist es Clara. Ohne, I'll let it stand by the fire for a while. It's thawed. The milk is now in liquid form. Das, dann können wir die Katze damit. The milk pours easily. Alter, das mit meiner Maus macht mich echt. Kann ich das? Let's grind this plant into powder. It's a mortar and a pestle too. Okay, also wir haben jetzt Belladonna. Aber ich will doch nicht. Sollte sich Clara nicht freuen, sie wiederzusehen? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, sie zwingt sie in diese doch recht merkwürdige. Merkwürdige Existenz, merkwürdig vor allen Dingen, ne? Eigentlich in eine Richt. I'm not going near that horrible cat. Ja, ja, ja. Du sollst ihr die Milch geben. Okay, so I can give delicious milk to my fearsome adversary. But why would I want to do that? This creature has nothing but scorn for me. It would just take my milk and keep attacking me afterwards. Unthankful thing. Du möchtest also, dass ich sie umbringe? Is this how Clara died? Oh Gott, die arme Katze. This should put an end to the grim reign of this beast. Oh nein. Oh, die arme Katze. Look, it's a key. Das wollte ich nicht. And it has a funny tassel attached to it. No wonder the cat wanted to play with it. The animal must have managed to steal a key somehow. Ich wollte sie nicht. Katze. This is strange. This is Belladonna's signature, but the handwriting is just wrong. Ich schreibe, um mein Gehirn zu, ja, zu unterrichten. Ich habe herausgefunden, dass meine Gedanken solider werden, wenn ich mich zusammenreiße, wenn ich mich selbst dazu zwinge, sie auf Papier zu schreiben. Es ist, kümmert nicht, was ich schreibe, solange ich es. Learn to think. Ja, solange ich wieder lerne zu denken und mich zu erinnern. Ich muss es versuchen und mich erinnern. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich so gewesen bin. Ein Leben, ein laufender Leichnam. Ja, ein Mimikry eines menschlichen Lebens. Ein Unmensch. Das ist alles das, was mein Ehemann getan hat. Er kann nicht glücklich sein, dieser Verräter. Er hat bekommen, was er wollte. Eine Ehefrau, die keinen eigenen Willen hat. Eine wunderschöne Galatea. Die nur für seine Zufriedenheit existiert. Wenn er nur wüsste. Diese Notizen sind das Innerste meines Universums. Und ich bewahre sie gut versteckt. Er weiß es nicht. Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, dass ich ein denkendes Wesen bin. Und ich werde es für mich behalten. Ich bin langsam und geheimnisvoll. Am Anfang war ich wirklich ein mechanisches
ja, Geschöpf. Sie hat nie von selbst agiert. Aber jetzt kann ich mich langsam an meine Gedanken erinnern. Und ich habe schnell begriffen, dass ich es als Geheimnis bewahren muss. Diese Gedanken sind sind das einzige Ding in der ganzen Welt, die mir gehören. Und anzufangen, wieder zu denken, war furchtbar. In irgendeiner Art und Weise sogar schlimmer als als diese Ignoranz, aus der ich erwacht bin. Ich habe es nur geschafft, einzelne Worte aufzuschreiben. Mehr Emotionen als Gedanken, Impulse vielleicht. Meine Hand und Finger waren steif und ungeschickt. Ich erinnere mich daran, mich selbst geschnitten zu haben an dem scharfen Stift. Und ich war nicht in der Lage, das Blut aufzuhalten. Das war der Zettel, den wir da hinten gefunden haben. Ich glaube, das ist das Ende für mich. Sicherlich wird Wolfram nicht das Blut in meinen Händen nicht bemerken. Und nicht, ich dachte, das wäre das Ende für mich. Sicherlich würde Wolfram das Blut bemerken an meiner Hand und misstrauisch werden. Aber nein, dieser selbstverliebte Dummkopf hat mich einfach gehen lassen. Manchmal spiele ich mit dem Gedanken, was ich tun könnte, um ihm zu beweisen, dass ich eine Person bin. Aber ich werde es nicht. Das Monster hat andere Pläne. The door is locked. Interesting, but no. Draußen ist es gerade sehr windig, falls man das hört. Ich weiß nicht, was man durch mein neues Mikro mittlerweile alles hören kann. Mein Verstand wird stärker. Ebenso wie der Hass auf meinen Ehemann. Jeden Morgen nimmt er mich mit nach unten ins Labor und stellt mich in eine Ecke. Dort stehe ich für den Rest des Tages, still wie eine Statue, leise wie tot. Ab und zu wirft er mir einen Blick zu oder ein Lächeln. Ich bemerke, wie mein Körper warm zurücklächelt. Vielmehr wie ein Reflex. Und das ekelt mich an. Ich bin eine lebende Dekoration, eine atmende Statue von Fleisch. Sein Spielzeug. Ja, oder seine Spielzeug-Ehefrau. Aber langsam wird er misstrauisch, wenn meine Augen durch den Raum wandern und seinen geringsten Bewegungen folgt. I carefully memorize every step. Ich merke mir vorsichtig jeden Schritt, den er tut. Jede Notiz, die er aufschreibt. Jedes Ding, jedes Detail, das er herausfindet. Wenn er nur wüsste, wie schnell ich lernen würde und was für ein williger Student ich bin. Mittlerweile hat er angefangen, seine Untersuchungen laut vor sich hinzureden. Es hilft ihm dabei zu denken, denke ich. Ich lächle und nicke, gebe ihm ein leichtes Lachen an den richtigen Stellen. Er murmelt seine dunkelsten Geheimnisse mir gegenüber und ich trinke sie alle auf. Und oh, wenn er nur wüsste, wie nahe er an seinem eigenen Verderben ist. Hunderte Male am Tag ist er nahe genug, um in meine Hände zu kommen, ja, mir seinen Nacken zu packen, also quasi um das Genick zu brechen. Meine starken Finger um seinen Hals, langsam zudrückend, sein Leben aus ihm rausdrückend. Aber egal, wie nahe er auch an meinen Armen steht, sie bewegen sich nicht. Ich bin ein Gefangener in meiner eigenen Leiche. Ich starre aus glasigen Augen heraus. Unfähig zu irgendwelchen Aktionen in meinen toten Körperteilen.
Ruf nach mir und ich werde mich bewegen. Ark, frag mich eine Frage und ich werde reden. Aber mein verrottendes Gehirn ist unfähig, die Initiative für sich selbst zu übernehmen. Ich bin ein Golem, der Aufträgen folgt. Jetzt, mit jeder Nacht, die vergeht, wird mein Wille stärker. Ich schreibe meine Gedanken auf. Die Resultate sind klein, aber immerhin. Eines Tages wird es funktionieren. One of these days. Eines Tages wird seine liebevolle, lebensgroße Puppe die Kraft finden, um Rache zu nehmen. Gott, jetzt fehlt nur noch einer. Let's take a look inside. I wonder if this key fits. There's a key hidden inside. A very important one. Coils of rope. I wonder why we're keeping rope in the bedroom. Möchtest du das wirklich wissen, Püppchen? That's a big wardrobe. I bet you could hide a corpse in there. Actually, I better not open it and check. The mirror is completely shattered. I think someone in here didn't really like their reflection. Ja, und ich kann mir vorstellen, wer. A note. Fehlschlag. Der Versuch war ein Fehlschlag. Ich habe meine Liebste nicht zurückholen können in ihren verrottenden Körper. Alle meine Vorbereitungen waren ein Fehlschlag. Ich bin allein. Niemand wird meinen Schlüssel drehen. Clara, it really is you. I was so certain I'd never see you again. You didn't wake up. I woke up. I've been wandering lost ever since, trying to find out what's going on. How are you feeling? Do you remember me? I have no memories of you, or of myself. But I found some notes lying around. I can only assume you're the one called Belladonna? I am Belladonna. Murdered and reanimated by Dr. von Trauerschloss. At first, a mindless mechanical doll, but I slowly regained control over my brain. And when the time was right, I broke free. I saw the doctor's body. Yes, I crushed his skull. Standing over his blood-soaked remains, I was free at last. But where did I come from? If he was dead, was it you who brought me back? Yes, my love. You were the only thing on my mind, as I stood there, alone and victorious. I had secretly watched the doctor's process, and I desperately wanted to believe that I could get you back. I unearthed your grave and carried your dead body down to the laboratory. I did everything right, to the smallest detail, but you didn't wake up. And my time was running out. I can't turn my own key, and now that I was alone in the castle, I knew my life force would run out quickly. But for all my effort, you remained dead, and with no one to keep me vital, I eventually sat down here and just stopped. But I did wake up. Yes, apparently you did. Your body had been in the ground for quite some time. Perhaps that made the reanimation process slower, but with your key powering your brain directly, you did not have to go through the drawn-out, sluggish wake-up. I take it your cognitive powers and language have been with you from the start. Well, yes. Excellent. Then I have even improved on the doctor's method.
but I doubt independent thinking and free will was ever in his interest to reproduce. Do you think you could do it again? Create more of us, you mean? Yes, I hold the secret of life and death, and I plan to use it. The experimentations must continue. And the two of us will have no place in this world. Quite right. So, we'll make us a place. Dead bodies will never be in short supply. We'll make more of our kind, a whole new race of the damned. Where do we start? I know for a fact that there's a fresh body lying out there in the Great Hall. The Doctor. His flesh, at least. We won't be using his wretched brain. I've already destroyed it in any case. But the body will do. We will have to find a few other ingredients. Will you help me? Of course I will. Thank you, my love. I'll carry the body down to the laboratory and start with the preparations. And in the meantime, you can help me with a few other things. The Doctor's brain is completely destroyed. I made sure of that. I don't think any of us want his villainous brain back amongst us. We're going to need to find a new one. Secondly, we will also need some clockwork parts. We have to manufacture a force to keep the dead body going. Thirdly, not only the brain, but also the head and the cranium were damaged. If we can find a new head, that would save a lot of the reconstructing effort. I saw a brain preserved in alcohol down in the laboratory. Oh, you did? That's good. That, my dear, is the brain of baby Lucas. Your son? Lucas was never buried. The Doctor had the body cremated very quickly and thus incinerated all the evidence that the corpse was not complete. He'd stolen the brain and kept it for himself. I don't know what he claimed about not planning on resurrecting his child, but the truth is that he kept the brain all the same. And now you want your child back? No, my dear. It's just a brain. I wanted you back, so I took great care to preserve your personality. But this brain is young and has been dead for very long. I suppose the creation will be my child, in a way, but not my son Lucas. Will we need to find a fresh human head? Yes, I've smashed up the head of Wolfram rather frivolously. I'm afraid it's beyond rescue. I was thinking of my grandmother, Francesca Canosa. I'm sure you've seen her portrait in the study. She was buried some time ago, but her cranium should be sufficiently preserved. She rests in the mausoleum in the cemetery outside, but there is a hidden way into the tomb behind the armor in the basement. Muss die Uhrzeit ein bisschen im Blick behalten. Was it Francesca's portrait I saw in the study? Yes. Francesca Canosa was my grandmother. My family moved to this country several generations ago. My father, named Hugo, gave me the name Belladonna to allude to our ancestry. I was the last of the Canosas, and I acquired the name von Trauerschloss through marriage. And now, well, now I'm not very concerned with human family names. We will not reproduce in a mother-daughter kind of way, so what use will we have of family names? I'll go take a look behind the suit of armor. Thank you. I'll start looking for the objects then. Thank you. Come talk to me if there's something you're unsure about. Okay. Ja, sonst nichts zu tun. Also sind wir tatsächlich Clara. I see a lot of mechanical parts in there. I need to get them out somehow. Haben wir denn nichts mehr? Wo ist mein ganzes Inventar hin? Ist das euer Ernst? Inventar ist weg. Das ist ja super. Das habe ich alles noch. Oh, hier, die letzte Seite fehlt. Ha. Hm.
big and heavy candlestick. It looks like there used to be two. Belladonna was right. There is a secret switch behind Roland the Poet. Okay, Moment, ich will erst das Gehirn holen. The body of a deranged murderer, the decomposed head of an old lady, the brain of a small child. How could this possibly go wrong? Ja, wie kann das schon schief gehen? It's too dark down there. I won't see my hands in front of me unless I light the crypt up first. Wir hatten eine Lampe, liebe Belladonna. Wir hatten eine Lampe. Ach, hier. Moment. Moment, stopp. I can't just drop the lantern into the hole. It's gonna break when it hits the box. Ja. I'll just tie this rope to the lantern. Yes, I can lower the lantern into the hole. Amazing. I must be directly underneath the mausoleum in the cemetery. That's not a journal page. I can't believe it. It's another letter. How did it end up down here? Das ist von uns. Ich bin gerade schockiert. Das beschreibt, wie sie hierher gekommen ist. Wie sie von ihrer Melancholie befreit hat. Ja, und wie sie ihr Geschichten von ihrer Großmutter erzählt hat, die irgendwie immer damit endeten, dass jemand den Kopf verloren hat und gegessen wurde. Für eine lange Zeit war Belladonna alles das, wovon ich geträumt habe. Meine Königin, meine Göttin. Ich dachte, ich würde alles dafür aufgeben. Aber jetzt, wo ich hier bin, frage ich mich, ob ich zu viel geopfert habe. Ich muss mal aufhören. Über Geheimnisse. Okay, das beschreibt im Grunde noch einmal, wie sie hierher gekommen ist. So, ich muss jetzt aber wirklich mal einen Schluss machen, ja.